mir das Mönchchen. Ah, mein Prinz, endlich. Ich habe dir gefunden. Wart, meine Küsse wird dich erlösen. Was haut ihr rein, du Totsch? Brauche ich aber ein richtiges Mönchchen zum Spülen. Voilà. Endlich einer, der mich versteht. Richtige Prinzessinnen arbeiten mit Berner Münchi vom Felsen auf. Prost. Prost. Ciao. Ciao, ciao, cara, Ciao a tutti. Ciao. Yokohama? Yokohama? Nee, Mutti, nee. Yokohama haben wir nicht. Yamaha Hama. Yamaha Hama? No, solo una Yamaha per tutti, Yamaha Hama tutti? Nee, nur eine Yamaha Hama. Für mich, für Mutti, non per tutti. Ah, Yamaha tutti. Oh, che buona idea, Yamatutti? Sì. Genau, Mutti. Jetzt fahren wir mit Yamaha zu Yamatutti. Der coolste Laden für so ihre Geschenke, irgendwelche Dekorationen und andere in mir Frammis. Irgendwo im kleinen Berg. Gehen wir! Ciao, John, und das hier, das ist der Jorge aus Mexico City. Und das sieht gut aus, in Florida. Ah. Was für die Knie her? Ach, das war ein Billigflug. Baronesse, Fotos? Thank you very much. Fuck. Der fucking Kamin ist schon wieder aus. Scheiße. Warum nehmen Sie nicht einfach die Zeitung, die Reto völlig sinnloserweise mit sich herumträgt, zum Feuer anmachen? Und da hier habe ich ein paar Flamingos aufgenommen, ich würde so gerne ans Peter, Hey, das ist ja das Uschi-Zimmer. Was? Na, guck mal, das ist Uschi-Zimmer. Uschis Zimmer? Ja, verstehe ich nicht, das ist Englisch, aber... Uschis Zimmer an der Art Basel in Miami Beach. One of the most pieces in Installation. An der Miami Beach war die Installation Berlin Cemetery. Die ironische Ansammlung mehrerer Schrottskulpturen um ein blutbeflecktes Bett. Diese außergewöhnliche Arbeit des Berliner Newcomer-Künstlers Reto Sanchi wurde für $520,000 an das Miami Beach Museum in São Paulo verkauft. Wie ihr gemeint, ist das Ziel verschrottet. Ein Jungkommerkünstler. Am Arsch kannst du vergessen. Ein Plagiator bist. Ein Dieb. Ein Kunstbetrüger. Oh, das musst du gerade du sagen. Du Internetfaker. Woher hat es Idee? Die Idee ist von mir gewesen. Und der Titel auch. Und die Schrottskulpturen sind im Horn.
Das ist jetzt nicht ganz korrekt. Verhaftet sollte man die Eisbären und Aburteilen. Das musst du dir sagen. Sei du froh, dass du nicht im Knast hockst, Drogenbaronesse. Uni hat mir sämtliche Rechte an diesen Skulpturen übertragen. Ja, vertraut mir hier verwertig. Die Verträge sind wasserdicht. Meine Anwälte haben alles abgecheckt. Ich kenne dich kaum wieder, Reto. Eiskalt bist du geworden, skrupellos, gefühllos. Was ist bloß aus dir geworden? Das, wo ich jetzt bin, das hast du aus mir gemacht. Mit dieser Person hocke ich nicht mehr an einen Tisch. Hallo, komm! Du schaffst das schon, du bist in Leid und in Missgebot, aber das wird gut, weil du schaffst das schon, du bist